So, Leute, ich muss jetzt den Controller nehmen, denn wir machen nicht Challenge 4. Wir machen nicht Challenge 5, wir machen nicht Challenge 6, wir machen nicht Challenge 7, wir machen Challenge 8. Cat got your tongue. Katja hat deine Zunge. Denn in dieser Challenge sind wir direkt von Anfang an Guppy, können allerdings keine Tränen verschießen. Wir müssen mit den Fliegen unsere Gegner töten, plus mit dem Hairball. Der Hairball wird pro getötetem Gegner größer. Und jedes Mal, wenn wir mit dem Hairball einen Gegner töten, wird auch eine Fliege gespawnt, was ja auch nicht schlecht ist. Also, ich würde zumindest noch nicht behaupten, dass es schlecht wäre. Hätte ich nicht das Recht dazu. Vorteil ist, wir müssen nicht auf Guppy-Items hoffen. Und ich kann mich auf einen Control-Stick konzentrieren. Ich könnte diese ganze Challenge praktisch one-handed spielen. Ich habe keine Schlüssel, Leute. Ich habe einfach keine Schlüssel. So. Vielleicht bekomme ich ja jetzt mal einen Schlüssel. So, komm her. Jawohl, ich liebe diese Challenge einfach. Und es ist einfach meine absolute, ouch, Lieblings-Challenge. Je, wie gesagt, je öfter wir einen Gegner mit diesem Hairball treffen, desto mehr Schaden machen wir mit diesem Hairball. Speed and Range Up, keine Schlüssel, schade. Auch keine Bomben mehr. Ich bräuchte eine Bombe und zwei Schlüssel. Schade. Schade, schade, Schokolade. Ich bräuchte zwei Bomben und zwei Schlüssel. Also es gibt auch hier keine Itemräume. Sondern nur die Bossräume. Wir müssen auch nur in Anführungsstrichen zu Mom. So. Erstmal hier so ein bisschen. Autsch. So ein bisschen failen, weil ich die Bombe haben wollte. Oh Gott. Okay. Swing! Swing it! Yeah! Wir haben immer noch keinen Schlüssel bekommen. Okay, aua. Wir haben immer noch keinen Schlüssel bekommen. Da liegt dann Guppys Tail, ne? Dass wir nur Schlüsselkisten bekommen. Hey, Pin. Der ist jetzt natürlich ein bisschen mies mit diesem Item. Autsch. Ich meine, wir starten echt mit vielen Herzen. Aus gutem Grund. Also... Die Challenge ist nicht einfach. Aber es ist eine meiner... Es ist absolut meine Lieblingschallenge. Oder eine meiner Lieblingschallenges, besser gesagt. Oh, holy crap. Holy Krampus. So. Ja, komm. Das mit dem Hairball habe ich so langsam drauf. Wir müssen den halt echt die ganze Zeit swingen. Oh, yes. Wo bekommen wir den Lump of Coal? Der nützt uns, glaube ich, gar nichts, ne? So, ich würde gerne die restliche Ebene erforschen, weil es ja sein kann, dass wir noch ein paar Schlüssel kriegen. Guck mal, hier haben wir zum Beispiel eine Bombe. So, dann kriegen wir noch eine Bombe und ein silbernes Herz. Oh. Ja. Gegner, die uns hinterherlaufen, sind natürlich gerne gesehen, weil wir sie dann einfach in unsere in unseren Hairball rein schicken können, diesen Curse of the Maze, ne? Oh, fies. Ich brauche unbedingt ein Baby Buddy. Oh, komm her. Der Kompass, yes. Wisst ihr was? Euch springe ich jetzt einfach in die Luft. Vielleicht kriege ich einen Schlüssel raus. Oh, yes. Machen wir hier die hier auf. Schlechte Wahl. Ich hätte vielleicht eine andere aufmachen sollen. Erstmal hier. Yes. Oh yes. Läuft. Ach, komm. Eine Münze fehlt. Eine Münze. Schade, schade. Ja, vielleicht kriegen wir noch eine, ne? Sogar mehr als eine. Ich kann mir die Blue Map holen. Sehr schön. Sehr schön.
Sehr schön. So, was haben wir hier? Oh, eine Karte. The Devil. Oh. Wir haben keine Bombe. Wir haben keine Bomben mehr. Denn ich bin der Foxy von der Müllabfuhr. Derp, derpity derp. Was haben wir denn hier alles? Okay. Oh. Oh. Was ist das denn für ein Raum? Cool. Bei dir spiele ich doch gerne mal. Hier lasse ich gerne mal ein paar Münzen. Allerdings hat mir das jetzt nicht wirklich viel genützt. Oh, come on. Sehr nice. Oh, Pentagram. Damage-Up-Items helfen uns auch stärker zu werden. Also dem Hairball. Ist wirklich so. So, noch ein Schlüssel. Ja, jetzt wo wir Bomben bräuchten, kriegen wir die ganze Zeit Schlüssel. Ups. Der Duke. Der Duke of Fleece. Der ist schnell besiegt. Der ist nämlich nicht unbedingt schwer. Auch wenn er doppelt vertreten war. Aua. Und ich mich hab treffen lassen. Koffeinpille. Speed up und size down. Was haben wir? Ach ja, genau. Eine Pille kriegen wir ja noch. Lemon Party. Ich würde mir gerne die restliche Ebene angucken. Allein um alle Eventualitäten abzuschließen und eventuell sogar noch ein bisschen was mitzunehmen. An Geld und an was weiß ich was alles. So, oh, können wir den Swing jetzt, ey, durch unsere Geschwindigkeit. Schön weit weg. Allerdings macht uns das nicht einfacher, was zu treffen, sondern sogar eher schwieriger. Sehr schön und zack. Ah, schade. Oh, Cricket Z, die hätte ich vorhin gebraucht bei... Ich habe ja vorhin, vorhin Ty Bro aufgenommen, auch wenn das jetzt ein paar Parts her ist, aber ihr wisst ja Bescheid, ich hatte halt diese Probleme. Was kriegen wir jetzt? Auch noch einen Schlüssel. Bombe und Geld. Nope. Aber wenn wir schon wieder 8 Münzen haben, schauen wir mal in den Shop rein. Ach komm, das nehmen wir gleich mit. So, ja. Wenigstens noch eine dritte Bombe. Ich möchte dann hier rein, bitte. Danke. Eine Batterie. Yay. Kostenlose Fliegen. So, hier in dem Raum waren wir noch nicht. Oh Gott, ich weiß auch warum. Okay. Nee, halt. In die Richtung. In die Richtung wollten wir. Die Gabel. Skype hat sich gemeldet gerade. So, und hier nochmal ein bisschen. Yes, der Fanny Pack. Filled with goodies. Das ist nice. Set is truly deeply nice. Da möchte ich sprengen. Danga, ayo. Und da möchte ich unbedingt sprengen. Oh ja. Stay asleep und look to La Luna. Ist ja auch schon dunkel draußen, also kann ich zum Mond gucken. Ja. Du. Oh, swing it. Oh, yeah, swing it. Cat Gut Your Tongue ist echt eine coole Challenge. So, ich will sie jetzt nämlich nicht in der Reihenfolge machen, weil irgendwie, ich weiß nicht. Ich will es halt in meiner Reihenfolge machen, wie ich sie gerne machen würde. Auch wenn ich mit der Reihenfolge angefangen habe. Und vor allem habe ich gerade keine Lust auf Darkness Falls. Autsch. Ist was, Doc? Gehen wir mal weiter. Wow, zweimal derselbe Gegner hintereinander. Hey. Autsch. Come on. Stirb. Danke. Weiter. So, wir haben 4 Bomben. Das heißt, wir werden auf jeden Fall in den super Geheimraum reingucken. So. Zack.
Zack. Nein. Werden dann mal in den Shop reingucken. Und werden dann noch den Geheimraum suchen, der da hinten ist. Und dann werden wir schon wahrscheinlich die Ebene beenden. Mach auf. So. Einmal frei in den Cursed Raum reingucken. Yay. Ohne Schaden zu bekommen, meine ich damit. Ach, das ist der Kampfraum. Scheiße. Das war Fail. Ich dachte eben, yay, da ist eine Kiste. Da kann ja nur was Gutes drin sein. Na, aua. Ja, komm. Oh, Fetti, stirb. Warum war mir das jetzt klar? Warum war mir das jetzt klar? Stirb doch bitte einfach. Ja, also die HP-Ups sind vor allem die Damage-Ups sind vor allem gut für unsere Fliegen, weil ja unsere Fliegen dreimal so stark sind wie unsere Schüsse. Was ja gut ist. Ich stell die Donne raus. So. Gucken wir mal weiter. Und gehen mal langsam zum Bausch. Zum Bausch. Wir gehen zum Bausch. Devil nehmen wir gleich. Butch. So, versuchen wir mal ein bisschen zu treffen. Versuchen wir mal ein paar Rundschläge zu verteilen. Noch nie hat diese Metapher so gut gepasst wie heute. Ich habe am Anfang, kleiner Fun Fact, ich habe am Anfang immer statt Pageant Boy, Pregnant Boy gelesen. Schwangerer Junge. Ich würde gerne mal kurz das Deck of Cards nehmen, aber nur um mir eine Karte zu holen. Es ist die Joker-Karte. Das finden wir natürlich spitze. Die werden wir auch gleich benutzen. Oh. Oh. Oh ja. Können wir schon? Nö, schade. Okay, weiter. Ab nach unten. Warum ist der Kackhaufen jetzt geplatzt, als ich in den Raum reingelaufen bin? Und wie lange geht die Challenge schon? Ich habe die Challenge ja schon mal hochgeladen, allerdings von meinem Stream-Spielstand eben aus, ne? Von meinem Stream war das. Und ich fand ihn einfach so geil und ich sag's euch direkt, das ist hier wirklich der First Try gerade. Und ich bin gerade dabei, diesen Run zu schaffen. Was mich echt wundert. Einmal und zweimal. Oh. Gerne, danke. Immer wieder gerne. Auch wenn ich da jetzt ein halbes Herz Schaden nehmen musste. Darf ich mit meinem Bällchen auch noch ein bisschen spielen? Autsch. Ja, anscheinend ja nicht. Also werde ich jetzt nur noch Fliegen spawnen. Aua. Dass ich natürlich Pentagram jetzt bekommen habe. Pentagoo! Nein, Pentagram bekommen habe, war natürlich nicht schlecht. Oh Gott, nee, das sind scheiß Gegner. Aber wenn du Fliegen hast, ist ja alles okay. Und noch mehr Geld. Gibt es nicht mal so ein Trinket? Fly Penny. Wenn du Geld einsammelst, kriegst du eine Fly gespawnt. Das wäre nice. Das wäre echt nice. Das im Zusammenhang, aua, mit der Guppy-Form. Und, Guppy's Head und Infestigation, die man ja als Guppy sowieso hat. Oder Infestation. Health up, sehr schön. Machen wir doch mal unser Health up. Oh nein! Hallo, Fliegen. Hui. Hui. Fast wäre ich getroffen worden. Deswegen, ich müsste kurz ausweichen. Ich habe übrigens jetzt einmal Fliegen aufladen verpasst.
Was haben wir hier drin? Oh, schöner Automat. Mit einem silbernen Herz für uns. Schön, schön. Ja, oh, das bleitet Orgum. In dem Fall, das bleitet Opfer. So. Opfer. Wir bekommen HP ab. Da waren wir ja schon drin. Und wir haben wieder 2 rote Herzen mehr. Alter Schwede. Läuft. Läuft echt gut. Läuft echt gut. Oh no. Das ist natürlich scheiße. Ich würde gern halt auch mal treffen mit meinem Hairball. Thank you very much. Wenn die Kuh kackt, macht's Platsch. Wenn der Ochs kackt, macht's Bumm. Da fällt der ganze Kuhstall um. So. Eigentlich wollte ich die Kiste gerade gar nicht öffnen, aber ist okay. Hallo, Fratz. Hallo, Fratz. Fratz! Entschuldigung. Das wird jetzt, glaube ich, ein neuer Insider. Autsch. Autsch. Komm her, du Bumsbirne. Danke. Ach komm, wenn wir schon dabei sind. Oh nein, ich habe ein Herz eingesammelt. Ein weißes. Warum tut er das bloß? Oh mein Gott. Bomben, sehr schön. Oh, der Minimasch. Eine Pille. Bad Trip. Ja, sehr schön. Touch Fuzzy, get dizzy. Nützt uns aber nichts. Wo ist der super geheime Raum? Oben, genauso wie der Shop. Der ebenfalls oben ist. Nicht ohne. Over. Oh yeah, noch mehr Bomben. Oh no, noch mehr scheiß Gegner. Was aber nichts macht. Weil ich sie einfach kaputt mache. Danke. So. Oh Gott. Ich sehe es kommen. Ich wollte gerade sagen, der nächste Schaden, den ich kriege, ist der, dass ich in irgendwie Feuer reinlaufe. So. Hallo. Zweimal verarsche von Larry Jr. Aber warum Larry Jr.? Wenn es Larry Jr. gibt, muss es eigentlich auch einen Larry geben. A long Larry. Ich kann nichts mitnehmen. Ich kann nichts einkaufen. Ah, ich muss Bomben legen. Nein. So. Okay, hi Mom. Jetzt im nächsten Raum. Putz. Hey. Mach Putz. Danke. Was haben wir hier? Spinnen. Tschüss. Hi Mom. So. Der Kampf, der wird jetzt noch nicht mal spannend, weil ich einfach jetzt die ganze Zeit mich hier in die Mitte stelle und versuche, Mom zu treffen. Weil dank dem Fanny Pack bekomme ich immer mal wieder was gespawnt. So. Also wie gesagt, ich mache da jetzt keinen Hehl draus, dass ich mich hier jetzt gar nicht mal anstrenge. Und durch die Geschwindigkeit, die ich habe, kann ich einfach echt gut jetzt und schnell Mom besiegen. Zack. Evil up Matchbook. Und ich gucke jetzt wenigstens mal kurz rein. Wir wissen, was für Items es gibt. Nichts, was sich lohnt, okay. Aber ich muss ja eh nur noch hier reinlaufen. Und schon ist die Rune of Algis. Die Rune of Algis. Schauen wir mal kurz nach. Die Rune of Algis. Macht, glaube ich, warte, Algis. Ein 30-Sekunden-Schild. Okay, alles klar. Wir sehen uns dann im nächsten Part und ich werde noch eine Challenge hinten dran packen. Ciao.